Leute. Ja, ich habe echt wieder Zeit für den nächsten Produkttest. Es ist wirklich unglaublich. Allerdings ist es diesmal kein Produkt, was in der Vegan Box war, sondern habe ich das von meinen Eltern bekommen. Die bestellen nämlich ganz oft etwas bei Eggle. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Ich weiß auch nicht, ob es das im Laden gibt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, dass die beiden sich da ganz oft die verschiedensten Sachen bestellen. Und mir haben sie hier ein Steinpilz-Risotto mitgebracht. Und ja, das wollte ich gerne mal testen. Ja, das ist ein Steinpilz-Risotto, traditionelles italienisches Reisgericht mit Original Carnaroli-Reis und getrockneten Steinpilzen. 300 Gramm, Inhalt für 2 bis 3 Personen und es ist Bio. Ich weiß den Preis jetzt auch leider nicht. Vielleicht, ich guck mal, ob ich den rausfinde, dann blende ich den mal ein. Und ich schreibe euch auch den Link zu der Seite in die Videobeschreibung. Eggle Steinpilz-Risotto mit Original Carnaroli-Reis. Ein würziger Risotto-Reis mit vollem Geschmack. Sehr stärkehaltig mit viel Biss. Aus ökologischem Landbau, fettarm, frei von tierischen und gehärteten Fetten. Zubereitung machen wir gleich. Zutaten. Carnaroli-Reis 94%. Steinpilze getrocknet 3%. Karotten, Schnittlauch, Petersilie. Ja, ist auch kein... auch nichts Großartiges dran, also irgendwelche Zusatzstoffe oder sowas, das ist wirklich nur das, was man selber auch reinmachen würde. Ja, ich muss sagen, ich esse Risotto sehr, sehr gerne und ich habe es auch öfter schon mit getrockneten Pilzen gemacht. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das ist. Okay, gucken wir mal. So, Zubereitung, 1 Esslöffel Eggolivenöl in einem Topf erhitzen, den Reis dazugeben und kurz anschwitzen. Ja, finde ich immer interessant, dass die jetzt immer... ist ja auch bei anderen Packungen so, dass sie quasi immer ihr eigenes Öl bewerben. Irgendwie logisch auch. Aber ja, ich frage mich jetzt, ob jetzt irgendjemand das liest und denkt, oh, jetzt brauche ich auch Eggolivenöl. Muss ich jetzt auch Eggolivenöl kaufen, sonst funktioniert das nicht. Ja, finde ich immer ganz lustig eigentlich. Kurz anschwitzen, unter häufigem Rühren nach und nach ca. 1 Liter Wasser zugeben, sodass der Reis gerade bedeckt ist und nach Wunsch mit etwas Eggle klare Delikatessuppe würzen. Ja, habe ich jetzt auch nicht, nämlich einfach Gemüsebrühe. Köcheln, bis der Reis cremig und bissfest ist, ca. 20 Minuten. Tipp mit geriebenem Parmesan servieren. Ja, mache ich jetzt natürlich auch nicht. Ich könnte jetzt da mein Cashew-Hefe-Parmesan nehmen. Aber ja, habe ich jetzt glaube ich gerade nicht da und lasse ich einfach weg. Ja, klingt ziemlich einfach. Legen wir mal los. Hier steht es auch gar nicht drauf, wie viel Hitze ich verwenden soll. Häufig rühren nach und nach. Ja, kann ich mir jetzt selber aussuchen. Also ich würde sagen mittlere Hitze wahrscheinlich. Ja, finde ich immer blöd, weil ich meine, jemand, der sich sowas kauft, weiß das vielleicht nicht unbedingt. Die meisten würden das ja wahrscheinlich selber machen, ich dann normalerweise auch. Und da, weiß nicht, könnte man sowas eigentlich schon mit draufschreiben. So, das Öl ist heiß. Ich gebe jetzt mal den Rest dazu. So, dann fange ich mal an, jetzt das Wasser nach und nach dazu zu geben. Ja, riecht auf jeden Fall schon mal super lecker. Aber ich finde sowieso getrocknete Steinpilze kann man eigentlich auch sowieso immer zu Hause haben für alle möglichen Suppen und so weiter. So, Wasser ist jetzt alles drinne. Deswegen würze ich das jetzt mal. Das ist jetzt hier einfach Gemüsebrühe. So zur Hälfte so eine Gemüsebrühe von Bio Vegan und die andere Hälfte ist ja meine selbstgemachte, weil ich noch so wenig hatte einfach. Habe ich die mal zusammengekippt. So, nochmal einen zweiten Teelöffel. So, noch einen dritten Teelöffel. Die Zeit ist auch gleich um, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen mehr reduzieren. Auf Stufe 2, also ca. 4 Minuten noch. Wenn man sich jetzt an die 20 Minuten hält, na gut, es steht auch ca. 20 Minuten. Also könnte es eventuell auch ein bisschen weniger sein. Ja, ich würde sagen, das Ganze ist jetzt auch fertig. Das waren jetzt auch so ziemlich genau 20 Minuten. So, dann mal kosten das Ganze. Die Konsistenz auf jeden Fall finde ich jetzt schon mal richtig.
Ich glaube eigentlich, Risotto muss ein bisschen ja, so matschiger sein. Aber mag ich immer nicht so gerne. Also es kann schon so ein bisschen seine Form bewahren. Zumindest meiner Meinung. Also es schmeckt schöner Steinpilz und der Reis hat auch noch so ein bisschen Biss. Aber also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir ein bisschen lecker auch vorgestellt, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es ja jetzt daran, dass ich jetzt eine andere Gemüsebrühe genommen habe, obwohl eigentlich sollte das keinen Unterschied machen. Also ich will mir wahrscheinlich noch ein bisschen Sojasahne oder sowas reinmachen. Einfach um das noch ein bisschen cremiger hinzubekommen. Aber eigentlich finde ich das Ganze recht lecker. Deswegen würde ich sagen, gibt es da von mir 7 von 10 Tofus für den Geschmack. Schmeckt auch schön natürlich, wurde nicht nachgeholfen, wie gesagt, mit irgendwelchen Aromen oder sowas. Und für die Zubereitung 9 von 10, weil das, wie gesagt, das mit der Hitze nicht drauf stand. Aber ansonsten, ja, war es ja eigentlich recht einfach zu machen. Und was ich auch noch gedacht hätte, wenn man jetzt schon schreibt, na gut, hier steht ja nach Wunsch. Aber und nach Wunsch mit etwas Eclair-Claire Delikatesse-Suppe würzen. Dass man da vielleicht ungefähr aufschreiben würde, wie viel man da reinmacht, aber na gut. Nach Wunsch muss man halt abschmecken. Geht auch. Also ich würde sagen, 9 von 10 Tofus für die Zubereitung. Ja, wobei ich sowas eigentlich mir, glaube ich, nie selber kaufen würde. Also ich würde wahrscheinlich eher den Risotto-Reis kaufen. Dann frische Möhren habe ich eh immer zu Hause. Schnittlauch oder Petersilie oder halt andere Kräuter habe ich auch immer da. Und Steinpilze kann man ja auch zu Hause haben. Dann würde ich das lieber selber machen und würde vielleicht noch, bevor ich den Reis in den Topf gebe, noch so eine kleine gewürfte Zwiebel mit anrösten. Das würde mir geschmacklich da auch noch fehlen. So ein bisschen Röstaroma drin und die Pilze dann vielleicht auch noch anrösten. Wenn man dann frische nimmt bei getrockneten Steinpilzen, ist es nicht so einfach. Ja, ich finde, dann wird das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen leckerer schmecken. Aber wenn man jetzt einfach mal wenig Zeit hat, dann kann man auch das ganz einfach in 20 Minuten fertig machen. Einfach den Reis in den Topf, Wasser rauf, ab und zu umrühren und nebenbei kann man dann irgendwas anderes machen. Dafür ist es halt immer recht praktisch. Ja, ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Kauft ihr des Öfteren euch mal solche Sachen, wo ihr ganz einfach nur noch das in den Topf schmeißen müsst, vielleicht noch ein oder zwei Zutaten dazugeben müsst? Und dann habt ihr schon ein fertiges Gericht. Oder seid ihr auch eher diejenigen, die sagen, das kann ich alles alleine. Ja, würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das war jetzt der erste Produkttest, der mal nicht in der Vegan Box war. Und ja, wie gesagt, ich schreibe euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Und vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge, was ihr sonst mal testen könnte. Was ist ja am besten im Bio, das wäre mir am liebsten, so an halbfertigen Produkten gibt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist da was dabei, was ja, ich sowieso mal gerne ausprobieren würde. Ja, bin ich gespannt, was ihr mir so schreibt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss!